Gut, Leute, dann schicken wir die jetzt wir hier. Hungern nach einer Schlacht. Dura ist das östlichste von denen, was an. Nee, hier haben sie auch noch was. Ja, dann sollten wir die erstmal noch fix einnehmen. Machen wir die erstmal noch. Oder nee, hier drauf wahrscheinlich. Oder? War schwierig. Ja, hier haben sie auch eine Streitmacht. Oh, eine richtig große. Tür. Ah, die haben wir noch nicht voll ausgerüstet. Scheiße. Ich glaube aber, dass ich jetzt angreifen werde. Ich werde das einfach mal probieren. Mal sehen, ob wir da was reißen können. Das ist leider nicht unsere stärkste Streitmacht. Das ist ein bisschen schade. Aber ich werde es einfach mal probieren. Die haben wir auch noch hier stehen. Wir hungern nach hier. Einer Schlacht. Ja, die sind jetzt so krass mit Ägypten beschäftigt, ey. Das ist übel. Das sind echt viele. Ah, die könnten ja in der Theorie. Wie weit kommen die denn? Das kriege ich gar nicht angezeigt. Ich würde nur interessieren, ob die in der Lage sind, von hier aus Edessa anzugreifen. Weil sonst würde ich mir lieber jetzt eine Einheiten holen für die nächste Runde. Oder wollen wir es riskieren? Ich glaube, ich riskiere es einfach mal. Das wird übel. Zu euren Diensten. Das wird wirklich übel. Wir hungern nach einer Schlacht. Söldner sind doch sofort da, wenn wir die holen, ne? Söldner-Kavallerie. Ja, da hole ich lieber jetzt nochmal Kavallerie und löse das dann wieder auf. Die sind doch sofort dann da, ne? Sind die jetzt da? Ah ne, halt, ich muss das nicht akzeptieren. So, die müssen wir dann wieder auflösen, darf man nicht vergessen. Bereit zum Kampf. So, und ich greife jetzt an. Die Siedlung wird belagert. Niemand wird tja, Leute, das wird interessant auf jeden Fall. Aber wir wollten es ja nicht anders. Also Belagerungsangriff. Jetzt muss ich mich halt dann wieder zurückziehen. Wir werden da nicht nur, weil wir verlieren, sind ja nicht alle tot dann. Also muss man mal schauen. Jo. Grafikkartenspeicher. Das ist irgendwie seit dem Patch so. Und wenn ich den spiele, habe ich überhaupt keine Probleme. Das wird interessant. Das ist jetzt unsere größte Schlacht seit Ewigkeiten. Also vor allem auch vom Verhältnis her, das davor. Ja gut, das war Verhältnis auch krass gewesen. Aber jetzt sind wir ja auch im Angriff. Das ist nochmal ein Unterschied. Aufstellung starten bitte. Gut. Na dann, erstmal schön aufteilen hier. Das sind alles Hopliten hier. Bis hierhin. Periökische Hopliten. Ja, dann hau ich diesmal in die Mitte. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Gruppiert und bereit. So. Hier sollte ich dann doch mal probieren, von mehreren Seiten zu kommen, denke ich. Mach ich schon mal an hier. Steinschleuderer! Kampfgruppe wartet auf euren Befehl! Ich hätte mal wieder gucken sollen, was er noch so für Einheiten hat, das wäre besser gewesen. Rüstungskavallerie! Die Kampfgruppe wartet auf euch. Das sind Bogenschützen. Die Kampfgruppe ist bereit und erwartet Befehle. Wir erwarten eure Befehle. Aber die sind doch bestimmt ähnlich hier. Nahkampf, Kavallerie. Erwarte Befehle. Ist trotzdem blöd. Weil dann kann ich die Raute nicht anmachen. Weil die Raute ist ja immer ein bisschen blöd irgendwie. Ich guck nochmal. Ja, die Raute ist schon geil im Angriff letztendlich. Aber dann sind die immer so langsam. Ich mach die jetzt erstmal auf die 3. Passt schon. Eure Befehle! So. Dann tun wir die mal hier hin. Einfach ein bisschen außen. Dann muss ich mir das mit Überblick verschaffen. Wie es denn bei denen aussieht hier. Das ist cool. Eure Befehle? Eure Befehle? Also Leute, legen wir los, ja? Wieder ein Stück nach vorne. Ah, hier kommt sie. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Bereit, Brust zu reiten. Jo. Da ist halt auch nicht wirklich viel mit von verschiedenen Seiten kommen. Dann lieber unsere Stärke ausnutzen und pikenieren und alles auf einen Punkt konzentrieren vielleicht, weil wenn die sich hier so mit Flanken verteilen,
Nicht das Besser. Also ich stell die mal. Oder will ich das wirklich? Wartet mal, ich darf mal hier hin. Will ich das aufteilen oder will ich alles auf einen Punkt konzentrieren? Ich glaube, es würde mir besser gefallen, das alles auf einen Punkt zu konzentrieren. Wobei, wenn wir uns hier durchkämpfen könnten. Tu, das ist echt schwierig. Rüstungskavallerie! Kavallerie auch schon mal hier hin. Mehr nach! Rück aus, Reiter! General! Das ist ja nur Mob hier. Na, ja, Sperrkämpfer sind das. Mob. Ich glaube, ich komme von beiden Seiten. Das ist schon effektiver, glaube ich. Vielleicht kann ich mit einer durchbrechen und dann von hinten irgendwie. Wow, 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 wow. Doppelte Geschwindigkeit. Scheiße. Feuert auf den Feind. Habe ich übelst gepennt hier. Angreifen! Die Männer wanken. Und damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ah, stimmt, da kam ja noch Verstärkung. So, Kavallerie, hilf mal bitte. Ja, die rennen weg, Gott sei Dank. Immer in die rein. Wir erwarten eure Befehle. Oh, jetzt kommen die von... Oh, Spark, und ich kann ja nicht Pause machen, was jetzt so wichtig wäre. Also, wir rennen weg, bitte. Vor der Schlacht. Ach, hier rennt jetzt noch nicht weg, oder? Wegen dem Scheiß noch nicht. Oh, ist das ein Durcheinander. Komm mal hier hin. Ja, die sind gleich platt hier. Geht mal hier hin. Okay, die rennen auch weg. Damit habe ich nicht gerechnet. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich überall auf jeden Phalanx an. Dann können sie meinetwegen jetzt angreifen hier. Krass, Alter! So viel zur dummen KI, teilweise doch dann nicht so, also, ja, so dummer Beam halt. Scheiße, ist das jetzt ein Durcheinander hier. Aber die rennen weg schon mal, das ist gut. Dann konzentrieren wir uns erstmal auf die hier. Ja, weil wegen denen muss man die jetzt nicht ranholen, geht schon mal weiter die Richtung hier. Was ist denn hier mit euch los? Wieso rennen die denn weg wegen so einem Scheiß? Ja, gut, General, von denen haben wir schon mal gekillt. Ja, das ist halt die Gefahr, ob das jetzt so von denen so clever war, da jetzt gleich uns anzugreifen. Ich habe damit zwar nicht gerechnet, aber die haben halt auch nicht viel. Ich werde das jetzt so ein bisschen aufteilen hier, Leute, oder? Was haben wir denn hier? Auch Sperrkämpfer, wir haben auch Sperrkämpfer. Ach, ich teile das nicht auf, ich komme von eins, komm konzentriert. Es bringt mir ja nichts von mehreren Flanken hier zu kommen. Ich könnte höchstens hier noch was aufstellen. Aber da komme ich lieber mit der Kavallerie und versuche die da zu überraschen. Können wir die irgendwie halbwegs sinnvoll aufnehmen? Ja, hier passen halt nicht alle rein. Da komme ich doch von beiden Seiten. So, ihr stellt euch mal hier schon so auf, bereit. Stellt euch... Wow, wieso... Oh, das ist jetzt scheiße. Schnelles Marschieren! Jetzt habe ich missgebaut. Steinschleuderer! Wieso ich nicht auf die hier drauf gehe, ist mir auch gerade ein Rätsel. Zu Befehl! Eure Befehle? Eriökische Hopliten! Mal drauf hier. Durchbrecht die Linie, Rückkurs! Dass wir die vielleicht noch wegbekommen hier. Zu euren Befehle? So, und die muss ich jetzt noch mal ordentlich machen. Das ist gerade ein ganz schönes Durcheinander hier. Also, ich mache erstmal die. Den. Fünf. So, jetzt ist hier ordentlich. Geht mal drauf hier. Vielleicht rennt sie nämlich weg. Tarantinische Kavallerie. So, ihr dürft euch mal hier bereitstellen. Ich nehme mich aber auch mal mit. Auf die 6. Ich stelle mal hier hin. Dass diese aufgeteilt ist. So, die muss ich jetzt mal ordentlich aufstellen hier. Doppelte Geschwindigkeit! Blieben verlangsamen. Sofort eine Phalanx! Ja, ist auch fast ein bisschen spät gewesen. Ja gut, aber mit Pferden, da haben die jetzt keine großen Probleme. Gerade wenn die verlangsamen ist, können die gar nichts machen. So, die sind unterwegs. Unser General wird angegriffen! Ja, da müssen wir aufpassen. Wir noch! Ja, wir haben Phalanx an. Neuer Aufschwung hat er auch, sehr cool. So, ich würde sie einfach langsam angreifen. Ich muss die aber wenigstens einmal nur kurz in Position bringen, das wäre immer noch wichtig. Rennt mal jetzt schnell hier. Danach muss man Phalanx wieder anmachen. Ja, ich will die wenigstens davon Position haben, logischerweise. So, reicht jetzt, Phalanx an. Und jetzt drauf hier.
Ich gehe jetzt genauso drauf hier. Schieß mal drauf. Wir erwarten eure Befehle. Was ist mit denen? Die wird man eigentlich hier irgendwie haben. Schieß mal hier drauf. Eure Befehle? Eure Befehle? Aber mit denen können wir dann vielleicht von hinten tatsächlich was machen. Da müssen wir mal gucken. Was ist mit denen hier? Oh, die hat nur die zwei rein. Oh, welche sind denn das? Die hier. Nein, das habe ich hier falsch gemacht. Die fünf bitte. Geschosse oh. Bereit zum Einsatz. Mach mal von Angst an. Also das ist bislang ein sehr, sehr liederlicher Kampf, den ich hier führe. Das sehe ich auch, Leute. Drauf hier. Was ist mit euch? Okay, keine Ahnung, was ihr so weit vorne hier macht. So, aber die stehen jetzt gut hier. Das ist super. Kommst du auch welche von hinten, was nicht so super ist. Das verlangt's an. Auch an. Was ist mit euch? Wieso rennt ihr denn da nach vorne? Ich soll einfach hier drauf schießen. Die Reichweite dürfte doch passen eigentlich. Eure Befehle? Ja, das ist alles sehr, sehr liederlich. Das sehe ich auch gerade. Ich schieß hier drauf. Na, guck mal, wir haben alle überall noch gut Leben hier. Auch hier drauf schießen. Oh, hier haben wir die Kavallerie aus in. Scheiße, was haben die denn hier? Rückzug! Kriegselefanten, ach du Scheiße. Ja, dann zieht euch mal an, das war ja total verpeilt jetzt hier. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, das ist wirklich keine gute Schlacht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. So, Mann und General hier. Das ist ein schändlicher Anblick. Na, Aufschwung bitte. Da verlangst du es ansonsten überall an. Mal gucken, was wir jetzt sinnlos an Kavallerie verloren haben. Scheiße, da haben die echt Elefanten. So übel. Flüchtet das, ne? Aber ansonsten von der Aufstellung passt das jetzt erstmal. Und wir haben echt noch überall gut Leben. Verlangst es auch überall an? Hier nicht? Auch nicht. Auch nicht, das ist dumm. Ah, hier haben wir noch nicht viel verloren, Gott sei Dank. So, wie sieht's aus mit Kavallerie? Was haben wir hier? Pikeniere. Die mal hier hin, dann können wir die ja dann von hinten überraschen, irgendwie, wenn wir die aufteilen. Mann. Geschosse bereit zum Einsatz. Das mach ich mal einfach. So. Aber guck mal, bislang sieht das gut aus hier. Darf man hier drauf schießen? Geschosse warten auf Ziele. Ja. Wie sieht's aus? Guck mal. Ja, also die Speerphalanx, so, also die Hypliden-Phalanx sind immer absolut der Hammer. Und so Männerbanken gar nicht. Das sieht bislang richtig gut aus hier. Das sieht richtig gut aus. Kann ich die nicht von irgendwie zwei Seiten überraschen hier? Das muss irgendwie gehen. Muss man da irgendwie hinkriegen. Trampeln können die sogar. Guck mal. Wie sind die denn jetzt aufgebaut? Ja, dann kommt man von der Seite. Bürgerkavallerie! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Warum denn? Das ist ein schändlicher Anblick. Also ich glaube, dass wir das gewinnen werden. Ich hoffe es zumindest. Gehen wir weiter nach vorne. Genau so. Jetzt kriege ich den nicht markiert, weil er wegrennt. Scheiße, das ist uncool. Dann schieße einfach mal hier drauf. So, hier, guck mal, die rennt gleich weg hier. Die haben wir gut überrascht. Wir erwarten eure Befehle. So, und hier, Söldnerkavallerie. Ne, wartet. Bürgerkavallerie. Okay, die rennen auch weg. Ne, rennen nicht weg. Ja, die sieht man ja kaum. Drauf hier. Ja, die benutze ich auch nicht, das ist auch blöd. Schieß mal hier drauf. Alter, verlangst du wieder an. Wieso ist die schon wieder aus? So, ihr bitte auch. Huch. Drauf hier.
Und die geht dann wieder aus automatisch, oder was? Also. Aber der Phalanx könnte sich doch trotzdem bewegen, dachte ich. Also man darf nicht, was das jetzt für ein großes Problem ist. Die Männer wanken. Der Phalanx an. Jetzt kommen die Elefanten, deswegen. Scheiße, okay, ich glaube, das verlieren wir doch wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ja, ich könnte die ja mal noch jetzt hier drauf konzentrieren. Geht mal jetzt hier drauf. Pferde schnell weg. Können wir nochmal Aufschwung machen. Oh nein! So, schnell vorrücken mal. So verlangsamen, keine Ahnung. Zurück, Männer! Ah, das ist jetzt übel hier unten, Leute. Mit den Elefanten. Feuert auf den Feind! Die haben auch weg. Geht mal hier drauf. Und den Rest würde ich gerne jetzt mal hier runterschieben. Zur Unterstützung. Befehl verstanden! Zieht euch zurück! Naja, das wird interessant, Leute. Zurück, Männer! Zurück! Ah, so viel haben die, glaube ich, nicht mehr. Und die rennen weg, ey. Das ist so nervig. Wahrscheinlich wegen den Elefanten, ja. Wir sind aber auch dahingehend scheiße aufgestellt, glaube ich. Angriff! Wer soll die platt machen? Phalanx. Männer wanken. General, können wir nochmal. Achtung, neuer Aufschwung. Haben wir jetzt angemacht. So, könnt ihr noch ein bisschen rumballern? Ich schieße halt auf die Elefanten drauf, wie die platt haben. Ah, guck mal, ein bisschen was bringt das auch. Jetzt rennen sie weg. Kann ich ja verstehen. Wie viel haben die denn noch? Aber guck mal, wir haben nur die ganze Kavallerie. Die muss ich jetzt auch mal benutzen hier. Ich hau die jetzt einfach mal voll hier rein. Die Männer wanken. Puh. Aber die haben nicht mehr viel, glaube ich. Aber die rennen jetzt hier irgendwie alle weg. Also die verlangen es jetzt auf jeden Fall an. Ich darf die nicht nochmal ausmachen. Vielleicht kriege ich ja irgendwie jetzt mit der Kavallerie noch den Punkt einnehmen. Das wäre super. Was haben wir hier? Steinschalter. Ja, ich hau jetzt mal alles in die Mitte rein hier. Also den Punkt vielleicht noch eingenommen bekommen. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Ja, sehr gut. Was ist mit denen? Steinschalter. Ah, die rennen da weg, die Elefanten. Und laufen die irgendwie Amok oder so. Muss sein. Ah, ich glaube, das schaffen wir jetzt hier. Ich glaube, das schaffen wir. Ich glaube, wir haben es geschafft. Total vorbei der Schlacht gewesen, ändert aber nicht Sachen, dass die Spartaner einfach super stark sind. Und gerade in den kleinen Gassen hier kann man da immer super viel machen. Joa, fortfahren will ich jetzt nicht, ne, doch, wir fortfahren, tun wir mal schnell. Vielleicht können wir da unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Wir haben das schon längst gewonnen. Das ist ein schändlicher Anblick. Ey, ich dachte, ich hätte den ausgemacht. So, sind hier irgendwo noch welche, hier sind noch Elefanten. Die Elefanten haben, glaube ich, so gut was gebracht, oder? Ich weiß es nicht. Ja, war jetzt nicht mein Glanzmoment gewesen. Es war ein reines Durcheinander gewesen, das habe ich auch gesehen. Aber wir haben es auf jeden Fall irgendwie geschafft. Und die Idee, da von zwei Seiten zu kommen, war wohl besser gewesen, denke ich. Das geht auch auf jeden Fall noch besser. Mit Abstand besser. Das war sogar eine Verschlechterung im Vergleich zu anderen Schlachten, die ich schon hier geschlagen habe. Aber gut. Ich würde mal gerne sehen, ob die Elefanten noch hier platt bekommen. Wird auch langsam dunkel hier, wie es aussieht. Die Sonne geht hier langsam runter. Wird auch langsam mal Zeit, dass sie hier ins Bett gehen dürfen. Mal sehen hier, die Elefanten, ob sie noch wegkommen. Vor allem, da ist echt jetzt noch ein scheiß Pferd gestorben, oder was? Renn doch nur weg. Okay, die leben immer noch, die Elefanten. Das ist jetzt komisch. Ich tue die mal ein bisschen aufteilen noch. Okay, ein Elefant haben wir. Zerstört sie! Aber wir verlieren hier mehr Männer. Na gut, die Elefanten sind nicht viele. Bald unser sein. Ja, wir haben das schon längst gewonnen. Dachte ich. Ich darf da auch noch platt machen. Na? Ja, toll, jetzt ist hier voll den
platt. Na ja, komm, die zwei machen wir noch. Ich mach jetzt aber mal schnell hier. Krass, ey. Ja, ein bisschen ärgert es mich jetzt, wie es hier ablief. Also vom Ausgang her bin ich natürlich sehr zufrieden, aber so vom Spielrichten her, ja. Immerhin habe ich immer versucht, dann noch die Phalanx anzulassen. Das hat auch nochmal viel ausgemacht. Kavallerie habe ich zu wenig drauf geachtet. Die habe ich ja vorhin die Elefanten reingeschickt. Das war auch nicht so gut. Da geht auf jeden Fall noch sehr, sehr viel mehr. Aber gut, wir haben es geschafft, Leute. Gefecht machen, bitte. Teurer Sieg, ja. Aber ich muss mal gucken hier. Die haben fast das Doppelte von uns aufgestellt und ja. Ich fand jetzt nicht, dass die KI sich super dumm angeht. Also außer am Anfang, dieser Angriff von hinten war an sich nicht so schlecht gewesen. Aber der hätte eher dann wieder zurückziehen müssen. Weil dann waren die ja gefundenes Futter für mich. Diese zweite Streit, die da von hinten mich überrascht hatte. So, Dura gehört jetzt auch uns. Sehr schön. Sehr, sehr schön. So, besetzen. Und das war ja nochmal eine stattliche Armee gewesen von Gegnern.